Heute habe ich eine fette Überraschung und zwar nicht nur für euch, sondern auch für mich, weil ich heute meinen neuen Stadtflitzer abgeholt habe. 180 PS bei einem Gewicht von ca. 1040 Kilo. Warte mal, jetzt gebe ich mal ein bisschen Gas. Boah, Alter. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel, Sonntag 16 Uhr. Heute habe ich eine fette Überraschung und zwar nicht nur für euch, sondern auch für mich, weil ich heute meinen neuen Stadtflitzer abgeholt habe. Was das für ein Auto ist, erzähle ich euch gleich. Ich freue mich richtig drauf. Ich habe so viele Autos, aber auf dieses Auto habe ich mich extremst gefreut. Kennt ihr das, wenn ihr abends ins Bett geht und nicht schlafen könnt? Und genau so habe ich mich auch letzten Abend gefühlt. Leider wollte der Verkäufer nicht vor die Kamera, deswegen konntet ihr beim Kauf nicht dabei sein. Aber für euch, für die Fachleute, ich gebe euch zwei Tipps. Ein Tipp ist, es ist ein Skorpion. Zweiter Tipp ist, er heißt Carlo mit Vornamen. So, sollen wir sagen? Komm. Es ist der Fiat Abarth 695 Rivale. Ein mega geiles Auto. Ich finde das Auto richtig geil. Carlo Abarth, so hieß er nämlich, der Gründer, ein Rennfahrer, ein Motorradrennfahrer und ein Unternehmer. Sein Sternzeichen war ein Skorpion. Deswegen haben alle Abarth ein Skorpion auf dem Label. Hier auf dem Schlüssel, Felge, überall. Damit wir uns das Auto jetzt genauer anschauen können, parke ich das Auto mal ein bisschen raus, komme hier in die Mitte, damit wir ein bisschen drumherum gehen können. Jetzt geht's weiter. Also, der Fiat Abarth 695. Wie es passiert ist, es ruft mich ein Kumpel an und sagt, du sag mal, ein Kumpel von mir möchte ein Auto verkaufen. Und zwar, es ist ja nichts für dich, Hamid, aber vielleicht kennst du ja einen. Ich so, schieß mal los. Ja, es ist ein Fiat 695 Abarth. Ich so, was? Echt? Was denn? Ja, so ein Rivale Edition und hat erst 13.000 Kilometer. Ich so, ey, schick mir mal die Bilder. Dann schickt er mir die Bilder und ich habe mich sofort in dieses Auto verliebt. 695 steht immer für limitierte Abarth. Dieses Auto hat einen Vierzylinder, Turbo geladen und jetzt kommt's. 180 PS, Höchstgeschwindigkeit 225 km/h. Und guckt euch mal diesen Radstand an. Und damit fahrt ihr 225 km/h. Ich messe das mal. 1,2 Meter knapp. Okay, das ist Go-Kart-Fahren ohne Ende. Immer zweifarbig gehalten, der Rivale. Untenrum in Shark Grey und obenrum, wie die Yacht auch, schön in so ein dunkles Blau gehalten. Das ist hier leider geklebt, aber das ist sozusagen die Zierleiste des Fahrzeuges. Und was wir hier sehen, die Türgriffe, das ist Alu gefräst. Das ist richtig edel. Zur Innenausstattung kommen wir noch gleich. Die Felgen sehen noch perfekt aus. Perfekt. Hier hat er einen ganz kleinen Ditcher, okay? Die Bremsen sind noch super. Da ist wieder mein Skorpion. Das Auto macht einen super Eindruck und hat er erst 13.000 Kilometer. Das ist ja gar nichts, überhaupt nichts. Und ich bin eigentlich nicht so ein Fan von Cabrios, aber wenn ich möchte, kann ich den auch auffahren. Ich baue mal die Motorhaube auf. Dann können wir uns mal den schönen Vierzylindermotor anschauen. Guckt euch das mal an. Das, guck mal, wie gepflegt, wie sauber. Guck dir mal meine Kühlflüssigkeit. Das ist, als ob, das ist Wahnsinn. Oktober 21 war da zuletzt beim Service. Es wird alles gemacht worden. In Oktober ist wieder ein Service fällig. Das Auto fährt sich genial. 180 PS bei einem Gewicht von ca. 1040 Kilo. Das ist gewaltig. Und wer sich traut, mit dieser Kiste 225 zu fahren, also der ist schon mutig. Der ist schon richtig mutig. Eine Überraschung habe ich noch für euch. Es geht um Titan, Carbonverkleidung und Gewichtsersparnis. Auch bei dem Fahrzeug. Kommt mal mit. Und zwar habe ich hier auch original vom Werk die Akrapovic Auspuffanlage. Das ist echt genial. Also das Auto hat alles, was ich mir vorstellen kann. Alles komplett. Dadurch, dass das ein C ist, das heißt C steht für Cabrio,
ist natürlich im hinteren Bereich mein Kofferraum sehr, sehr wenig. Aber für einen Stadtflitzer, ey, du findest überall einen Parkplatz. Du fährst ein stylisches Auto, du fährst ein limitiertes Auto, du fährst 180 PS, du hast einen Mega-Sound hinten. Mehr geht einfach nicht. Jetzt gehen wir mal im Innenraumbereich. Innenraumbereich ist der Rivale immer gleich. Der hat immer die dunkelblauen, schönen Ledersitze. Immer. Optional, was aber fast jeder gemacht hat, war Mahagoniholz im Frontbereich. Das ist auch das, was in den Riva-Booten verbaut ist. Okay, hier ist auch Riva. Es ist echt Mahagoniholz. Und dann hast du auch automatisch die Mahagoniholz-Einstiegsleisten. Die hast du noch dazu. Das war optional, aber die meisten haben das genommen, weil sonst würde das Auto ja komplett nicht so viel Sinn haben, weil hier kommt nochmal dein Yacht, dein Bootcharakter rüber. Ansonsten natürlich, so wie wir es viel kennen, viel Plastik. Das kann man nochmal hier und da veredeln. Aber hier haben sie es nochmal schön mit Leder verarbeitet, die Türgriffe. Ich habe mich jetzt schon in dieses Auto verliebt. Und es ist einfach ein geiles Auto. Und hier kommt nochmal schön unser Abarth-Zeichen rüber. Carlo Abarth, der so ein geiles Auto hingekriegt hat. Das ist mega, das ist echt geil. Die Zusammenarbeit. Auch so ein Heckdiffusor, guck dir das mal an. Das ist doch, das ist doch Präzision. Eine Sache können die Italiener, die können Autos bauen. Definitiv, gerade wenn es um Sportlichkeit geht, Limitierung geht. Geschmack geht, diese Linienführung alleine, meine Lackierung, dann unten in Shark Grey, ganz dezent 6,95, Rivale. Rivale heißt die Bootsfirma und Riva heißt diese Modellreihe und das ist natürlich genial. So, hier auch, das ist auch alles Aluminium, ne, mein Spiegel ist nicht aus Plastik. Du kriegst so viel Auto, du kriegst so viel PS für relativ wenig Geld. Und seitdem ja auch Fiat bekannt gegeben hat, dass es nur noch Elektroautos geben wird und die eigentlich eingestellt hat, haben sie sich auch preislich extrem gut bewegt, nach oben hin. Und natürlich musst du hier immer darauf achten, dass du frische Wartungen hast, regelmäßig zu Wartungen gehst, das Auto gut warm fährst, das ist das A und O und das machen wir jetzt. Lass uns fahren. Geil! Ich kann Navi anmachen. Bam, Navi. Dann machen wir hier, guck dir das mal an. Das Auto hat alles, was du brauchst. Dann haben wir hier nochmal automatisch abblendbare Spiegel. Kann ich hier an- und ausmachen. Und du sitzt jetzt hier ganz easy, ganz entspannt. Die Ledersitze sind mega gemütlich. Auch die Verarbeitung. Naja, es bleibt natürlich ein Fiat. Ne? Das ist jetzt alles hier Plastik. Das darfst du natürlich nicht vergessen. Das ist einfach so, aber wenn du deinen schönen Mahagoni-Holz hier siehst, das erinnert mich immer an den Mercedes aus den 90ern, da war ja Holz immer in den Fahrzeugen. Dann ist es ja verspottet worden, dann kam ja irgendwann mal Piano-Lack, dann kam irgendwann mal Carbon und so weiter. Aber jetzt hier angepasst auf den Riva, schön Mahagoni-Holz. Das finde ich schon geil. Klimaautomatik, auch sehr cool. Und alles andere ist hier meine Fenster zum Auf- und Zumachen. Typisch italienisch in der Mitte, nicht wie die deutschen oder europäischen Fahrzeuge hier an der Seite. Dann habe ich hier mein Verdeck. Dann kann ich hier mein Verdeck aufmachen. Einmal ganz normal. Also erste Stufe. So, dann geht das Ding ganz schön auf. Ist schon geil, oder? Und dann kann ich es nochmal sogar aufmachen. Dann kann der Chris nämlich hinten viel besser rausgucken. Zack, da ist er, da ist er. Und dann machen wir es auch wieder zu. Also Cabrio-Feeling ist da. Der hat eine senkrechte Schaltung, sozusagen die F1-Schaltung. Das Auto, wenn er schaltet, guck mal, der geht einmal in so ein Loch und dann greift er sich wieder. Und das ist das, was ich nicht mag. Das ist das Einzige, was ich an diesem Fahrzeug sozusagen bemängel. Ich hätte ihn viel lieber als Schalter. 180 PS, Schalter kannst du selber bestimmen, wie er fahren soll. Das ist viel, viel geiler. Aber ich habe hier nochmal einen Knopf, magischen Knopf. Ich drücke mal auf Sport. Dann ändert sich auch komplett mein Tacho-Einheit. Das ist schon mal geil. Und dann ist er auch sofort da. Meine Akrapovic-Soundanlage. Hörst du das? Ja. Das ist so geil. Das ist so geil. Warte mal, jetzt gebe ich mal ein bisschen Gas. Boah, Alter. Wir sind
zack, es geht so schnell, da bist du bei 100. Das Auto macht so Spaß, das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Wie sitzt da hinten? Ist gut? Super. Also das Auto, ich habe nur Lachen im Gesicht und das dauert, bis ich bei einem Auto nur Lachen im Gesicht habe. Und hier ist es echt so, die 180 PS, die spürst du hier sofort, sogar beim Anfahren spürst du die. Natürlich hast du ein Turboloch, ist doch völlig normal, aber wenn er greift, dann zieht der richtig durch und das ist genial. Das ist eigentlich für einen Stadtflitzer schon viel zu schade. Dieses Auto braucht definitiv Strecke. Das ist sehr, sehr wichtig. Mein Lederlenkrad, da habe ich mich jetzt schon dran verliebt. Und guck mal, wie geil die Kurvenlage ist. Das ist wie Go-Kart fahren, meine Freunde. Wie Go-Kart fahren. Ich bin immer noch sprachlos. Ich finde es geil. Ich finde es geil. Ich finde dieses Auto geil. Was sagt ihr denn zu meinem neuen Stadtflitzer? Was sagt ihr dazu? Ja oder nein? Oder kennt ihr noch einen Stadtflitzer, wo ihr sagt, ey, der wäre noch geiler, der wäre noch individueller? Und vielleicht auch noch luxuriöser, weil ich finde, für so ein Auto, für einen Abarth, ist hier schon extrem viel Luxus. Wir haben hier Vollleder-Napa-Sitze, richtig schöne Sitze auch. Wir haben Multifunktionalslenkrad, wir haben Parktronic hinten, wir haben elektrische Fenster, okay, wir haben eine Navigationsanlage, also komplett mit allem, was wir uns vorstellen. Apple CarPlay sehe ich hier gerade. Wir haben hier alles da, alles komplett. Und die Verarbeitung, da wo die mit Leder gearbeitet haben, gerade hier auch mein Tachobereich oben, da haben sie es auch richtig schön gemacht, auch die Nähte richtig schön gemacht. Da wird es richtig edel. Okay, und hier ist natürlich wieder Plastik. Das ist natürlich eine ganz andere Sache. Eine Information habe ich noch für euch. Ich habe hier nämlich ein Rundtacho in dem Sinne. Und jeder, der im Oldtimer-Segment tätig ist und Fiat 500 mal gekauft hat, weiß, die erste Frage bei den Fiat 500 lautet, im Oldtimer-Segment, ist das ein Rundtacho oder nicht? Weil Rundtacho war die allererste Serie. Und das macht das Auto viel interessanter und auch ein bisschen teurer als die normalen. Und das hier ist auch wieder ein Rundtacho. Also von 1964, mein Gelber hat jetzt ein Rundtacho. Und von 2018 hat auch ein Rundtacho. Ich find's geil. So, meine Lieben, das ist es. Das ist mein neuer Stadtflitzer. Was sagt ihr zu meinem Stadtflitzer? Gut oder nicht gut? Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und bitte, bitte jetzt schon, seid lieb zu meinem Stadtflitzer. Ich fahre weiter, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr keine Sendung verpasst. Bis nächste Woche Sonntag. Ciao.